Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute wieder Five Nights at Freddy's. Tja, und zwar ist das schon eine Weile her, also eine Woche ungefähr, wo wir mal die fünfte Nacht durchgespielt haben. Und da habe ich mir so gedacht, wie wäre es, wenn ich auch noch die sechste und danach noch die siebte probiere? Ja, probieren wir das einfach mal aus. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt auf Abonnieren. Daumen hoch ist richtig geil. So, mein kleiner Barney hier neben mir ist auch wieder am Start. Der ist gesprächig wie immer. Gibt mir wieder Tipps, wie ich hier durch die Nacht komme. Könnt ihn leider nicht hören. Er ist in meiner Fantasie. Nee, okay. Ich hab mal auf, wir starten jetzt einfach in die sechste Nacht. Ich mach mir gerade selbst Angst irgendwie. Und Grüße gehen noch an Lukas raus. Das hat er in die Kommentare geschrieben. Der wollte unbedingt grüßen. Wenn ihr mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich mache es dann auch. Erstmal gucken, ob hier alles wieder funktioniert. Das Wichtigste dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, was? Oh, jetzt habe ich gerade die Tür. Mach die Tür wieder auf. Ich höre Schritte. Chica, die Pizzabäckerin ist wieder am Start. Ey, yo, Chica, geil. Barbie-Pizza entzieht. Freddy, was sagst du denn dazu? Schaffen wir es heute? Zweimal buchen für ja, einmal für nein. Du bist ein Arsch, ey. Ey, du bist so ein Arsch, Freddy. Nee, Freddy. Bei mir hast du nichts mehr zu melden. Lass mich auf Ruhe. Der ist noch da. Hoffen wir mal, dass Bahn und nicht wieder der Meinung ist, ja, den Typen verarschen wir jetzt einfach mal. Ja. Jetzt musst du auch nicht wieder damit anfangen. Lass mich einfach in Ruhe, Freddy. Lass mich in Ruhe. Nimm dir Beispiel an deinen Pilz wieder. Der ist ruhig. Der stört mich nicht. Ist die schon wieder in der Küche oder was? Wichtig ist ja, dass wir halt Foxy im Auge behalten. Diese Ran... Alter, wie man einfach nur hört, wenn jemand angerannt kommt. Oder überhaupt, wenn jemand laufen tut. Barney, was stehst du da neben meiner Tür? Ey, da ist selbst der Barney neben mir. Geschockt, aber der hat mich ja noch gewarnt. Guck mal lieber da, da bin ich gerade, hä? Der ist noch da. Jetzt, groß. So. Mein kleiner Barney. Mein kleiner Barney, der hier neben der Tür steht, also neben mir liegt, besser gesagt, der ist ja auch der Meinung, guck doch öfters mal. Chica kann jetzt nicht hier sein, ich höre sie ja schließlich in der Küche. 23%, konnte knapp werden. Könnte so knapp wie beim letzten Mal werden, wo wir keinen Strom mehr hatten, aber trotzdem noch überlebt haben, also das fand ich geil. Sag, was liegt denn hier oben rum? Das ist Steckdose. In eine Menge Rückzug. Oh nein. Please. Please. Now. Please. Ich mache jetzt wieder diese Trolltechnik. Beim letzten Mal hat es auch schon funktioniert. Als Barney der Meinung war, mich zu trollen. Oder was davor. Egal, auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit dagegen gedrückt. Und er kam nicht rein. Er kam einfach nicht rein. Hoffen wir mal, dass wir die zwei Stunden noch aushalten. Ja, Freddy. Sehe ich auch so. Okay, Alter, ich habe... Oh, nee. Bitte. Hau ab. Du hast keine Freunde. Ich drehe mich mal zur Seite. Oh, scheiße. Rechts steht auch ein... Links steht einer, rechts steht einer. Oh, Mann, ey, ich bin am Arsch. Alter. Ich gucke jetzt nicht auf die Kameras, ansonsten werde ich definitiv gejumpscared. Alter, das sehe ich jetzt schon kommen. Dass ich gejumpscared werde von Foxy, von Barney oder Chica. Könnte auch Freddy sein. Den Jumpscare haben wir schließlich noch gar nicht gesehen. Leck mich! Ihr kriegt mich nicht!
Könnt ihr probieren, was ihr wollt. Ich bin unzerstörbar. 5 Uhr, komm, eine Stunde. Eine Stunde lang auf den Knopf spammen. Okay, das ist heftig. Das ist heftig, heftig, heftig. Heftig, heftig, heftig. Oh, überleg mal, eine Nacht geht gerade mal so 6 Minuten. Das ist ja übelst wenig. Ja, Mann. Hoch, liebe Jamaika. Die haben mir geholfen in dieser schwierigen Situation. Es ist 6 a.m. Oh, ich bin noch. Lol, was hast du? Das kam ja vorher noch nie. Okay. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Good job, Sport. Dann kriegen wir wieder unseren Scheck. Warte mal, hatten wir den nicht erst? Wurde wahrscheinlich jetzt erhöht auf 50 Cent. Okay, aber da wir ja keine Pussy sind, gehen wir auch in die 7. Nacht, die Custom Night. So. Sind ja keine Pussys, also stellen wir alles auf 20. Nee. Das dauert immer so übelst lange. Aktives Level. Ich mache euch alle hier auf 20, hä? Ich mache euch auf 20. Dann kann ich euch zeigen, wer hier der Boss ist. Ihr seid es nämlich nicht. Ich bin der Boss. So. Weiter geht's. Ready. Ready for Freddy. Sag ich jetzt nur mal. Wir werden 100 Pro gejumpscared, Alter. Ich seh's jetzt schon kommen. Komm, angefangen schon. Lad! Voll gespammt. Ich habe keine Ahnung, ob 20 jetzt so gut oder schlecht ist, weil manchmal ist es auch so, ich habe das ja schon mal gespielt. In dem Fall ist es scheinbar was. Was? Kam aber später das Klopfen. Oh nein! Nee, oder? Nicht euer fucking Ernst. Okay. 6 Stunden halte ich das jetzt durch. Das mache ich jetzt. Ich habe sehr muskulöse Arme. Da schaffe ich sowas 6 Stunden lang. Weil ich meine, wer schafft das nicht hier? 6 Stunden? Das wird eine langweilige Folge, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich wird der Titel lauten, ich spam die Klappe voll. Genau, Freddy. Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Plüschis sehen aber auch nicht so cute aus, ey. Guck dir mal Barney den Plüschi an, ey. Der ist so cute. Na, Barney. Wie geht's dir denn? Der Diashika, okay, Shika sieht unheimlich aus. Freddy und Barney sehen irgendwie so cute aus. Da ist Barney. Habe ich jetzt mal so das blöde Gefühl. Und die ist Shika. 2 Uhr. Gut in der Zeit. Ich glaube, desto länger die an der Tür stehen, desto schneller geht der Akku runter, kann es sein? Ich bin mir da nicht sicher. Ja, genau, Freddy. Gib ich dir recht. Ich hab ein wunderschönes Leben. Hey. Ich hab einen Freund namens Joff. Nope. Dass die nicht mal selbst auf die Idee kommen, einfach abzuhauen. Hallo, es ist hier viel zu langweilig. Dank euch leckt der ganze Bildschirm. Der leckt sonst nie. Ich bleib hier jetzt einfach Nee. Ich mach das jetzt die ganze Zeit mit meinem Drehstuhl hier. Auf jeden Fall eins kann ich ja sagen. Spaß bei der Arbeit. Animatronics trollen. Mit mir. Euer Bastian. Let's play. Der Typ, der keine Hobbys hat. Ich hab jetzt irgendwie voll Angst hier. Oh, Foxy. Foxy, und den Jumpscare hab ich verpasst. Den hab ich verpasst. Habt ihr das gesehen? Man hat nur noch das Ohr von ihnen gesehen. Nur noch das Ohr. Ah.
Warum bin ich nicht auf der Seite geblieben? Warum habe ich nicht weiter links geguckt? Da sehen wir wieder unseren schönen Freddy-Körper mit unseren Augen, die einfach rausquollen. Weil wir keine Hobbys haben. So rum ist es. Da war doch eiskalt Foxy an der Tür. So, Foxy. Kleiner Tipp an dich. Mir. Den Pro in FNAF. Kannst du nicht vorher anrufen? Jetzt merke ich, das geht übelst auf die Nerven, wenn du der Meinung bist, ach komm, ich jetzt einfach mal so ganz unerwartet vorbei. Ich begrüße den doch einfach mal. Foxy, niemand mag Überraschungsbesuche. Wirklich niemand. Okay, manche vielleicht schon. Aber ich mag die nicht. Ich mag die gerade überhaupt nicht. Du hast mir damit die Laune verloren. Echt die Laune. Ey, du bist echt blöd, Foxy. Ich mag dich nicht mehr. Du warst mal mein Lieblings. Animatronic. Da ist ja selbst Barney netter als du und der hat mich schon öfters getrollt. Na okay, dann lassen wir es einfach für heute gut sein. Mit diesem atemberaubenden Jumpscare von einem Ohr verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.